Ja, ist Pauline jetzt einfach in Mario Odyssey, ist Pauline dann irgendwie so ein bisschen sowas wie die Prinzessin von New York oder so, oder? So habe ich das interpretiert. Irgendwie so. New Donk City, natürlich, das stimmt. So viel Zeit muss sein. Aber wir wissen alle, dass es New York ist. Warum New Donk City? Donkey Kong lebt da schon lange nicht mehr. Und außerdem hat Donkey Kong Pauline entführt und so. Warum benennt man die Stadt nach dem? Der ist, glaube ich, irgendwie eher so der Antagonist. Naja. Naja. Mein Gott, Fledermäuse, lasst mich doch kurz wegfliegen. Ich will hier gar nichts von euch. Ich möchte nur euren Stern benutzen, einmal kurz. Oh, ich kann mich dran erinnern. Ja, ja, das ist eine nette Idee auch hier. Ich glaube, der Weg existiert auch wirklich nur, wenn das Licht drauf fällt, ne? Ich glaube wirklich, dass... Ah, das war nicht gut. Genau, der wird nicht nur beleuchtet oder so. Der existiert auch nur, wenn man ihn sieht. Der Earl of York lebt aber auch nicht in New York. Ja, aber New York wurde halt nach York benannt und nicht nach dem Earl von York. Glaube ich, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob der Earl von York irgendwie Prinzessinnen entführt hat und damit auf Häuser geklettert ist und Fässer auf Klempner geworfen hat. Insofern weiß ich nicht. Ich meine, wer weiß, kann ja sein. Ich habe gehört, Adlige haben teilweise komische Hobbys gehabt früher. Insofern, möglich ist alles. Ah, was mache ich denn? Nein! Ah, oh, Gott, oh. Gatto! Ah, Nerf. Der Geist hat mich bedrängt. Ich hatte Angst. Gib weg. Hör auf, mich zu bedrängen. Es gibt schon manche Mario-Level, die stressen mich mehr als jeder Dark Souls-Boss. Ich meine, das ist jetzt nicht super dramatisch, aber gibt's wirklich. Es gibt, gerade in den älteren Marios, gibt's ein paar Passagen, da kriege ich heute noch Schweißausbrüche. Na gut, Ornstein und Smaug haben schon einen besonderen Platz in meiner Videospielhistorie, das muss ich schon sagen. Die mal ausgenommen. Wegen denen habe ich seitdem nie wieder Dark Souls gespielt, den ersten Teil. Nie wieder. Ich werde nie wieder gegen die kämpfen. Ich habe die einmal besiegt und damit ist jetzt für immer gut. Und Schluss. Wobei, ich könnte das... Ich habe das damals Singleplayer gespielt. Jetzt Multiplayer zu zweit, zu dritt. Gehen die wahrscheinlich wesentlich leichter. Aber ich hatte damals kein Xbox. Ich habe das auf der 360 gespielt und hatte da kein Xbox Live oder so. So Schnickschnack. Und allein sind die schon echt ein harter Gegner, die zwei. Das war aber cool auch. Das nehme ich mal mit. Wir haben ein bisschen viel Leben verloren hier schon. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Was? 16? Ach so, okay. Dann nicht so schlimm. Mario, jetzt müssen wir echt da hoch. Dankeschön. Meine Güte. Du Trottel. Machen es aber auch spannend hier, ganz schön gemein. Na, hoffentlich ist New Donk City nicht nach dem Original Donkey Kong benannt, sondern nach dem Jüngeren, also Donkey Kong Jr. Ja, wer weiß. Wahrscheinlich eher nach dem alten Donkey Kong, denke ich mal. Würde mehr Sinn machen. Aber ich glaube, der Donkey Kong Jr. hat, glaube ich, hat der überhaupt irgendeinen Bezug zu New Donk City? Ich meine, der hat dann seinen Vater gerettet, vor Mario. Das ist verwirrend. Wer weiß das schon. Hallo, Mr. Hawkeye. Der Earl von York klettert auf Hochhäuser und wirft mit Fässern um sich.
Klingt nach dem Anfang einer wunderbaren Verschwörungstheorie. Oder nach einer ziemlich seltsamen Game of Thrones Serie oder sowas. Folge. Könnte auch sein. Dankeschön. Die ist selber gebaut. Aus Pappmaché. Schon vor vielen, vielen Jahren. Deswegen hat sie auch schon so viele Abnutzungen. Wenn da noch ein bisschen Farbe runterbröselt, kann man uralte Zeitungsberichte lesen wieder. Von vor 20 Jahren. Wahrscheinlich aus der Passauer Neuen Presse oder so. Wer weiß. Irgendwie sowas wird es sein. Das war ein optionaler Stern. What? Wer hätte das gedacht? Donkey Kong Jr. ist der heutige Donkey Kong und der alte ist Cranky Kong. Aber das ist doch nur eine Fantheorie, oder? Aber eine schöne. Aber danke, Abraxe! Yes! Dankeschön. Echt voll super, voll nett, voll cool, voll wichtig. Ich glaube, wir müssen zum Wettrennen, Wuhu. Aber auf jeden Fall finde ich das eine coole Theorie. Ich weiß auch nicht. Also, vielleicht ist es ja auch offiziell. Aber auf jeden Fall... Warum heißt dann Cranky Kong und nicht Donkey Kong? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Warum ändern die ihren Namen, wenn die älter werden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann frage ich mich, wie Diddy mittlerweile heißt. Oder wie funktioniert das dann genau? Vielleicht heißt der Diddy schon gar nicht mehr Diddy, sondern Dodo oder so. Okay, Wettrennen Buu. Los geht's. Also ich habe mir die für 5 Euro gekauft, aber so geht's natürlich auch. Ja, aber das waren andere Zeiten damals. Da war das noch nicht so leicht. Da es in New Donk City Bilder von Diddy gibt, gehe ich von einem Zusammenhang zu dem jungen Kongs aus. Vielleicht, aber gleichzeitig ist der Kong-Clan, das ist ja eine eingeschworene Gemeinschaft. Die kennen sich ja alle untereinander und sind irgendwie verwandt, obwohl die teilweise andere Spezies sind, oder? Es ist kompliziert auf jeden Fall. Das sagt Cranky selbst. Na gut, dann ist es offiziell. Weil der alt und kränklich ist. Ja, aber deswegen ändert man doch seinen Namen nicht. Das ergibt keinen Sinn. Oder P. Diddy. Der gehört vielleicht auch zu dem Clan. Ne, warte mal, der heißt nicht Kong. Der heißt nur wie Diddy Kong. Wird immer komplizierter hier. Komm schon, Turbo boosten wir uns nach vorne. Nein, ich krieg keinen Grip an den schwebenden Fleischkeulen vorbei, weil natürlich sind hier schwebende Fleischkeulen, weil warum nicht? Ein paar von den Knochen sind halt nicht ordentlich abgenagt anscheinend. Was ist denn los, Mario? Ich kann mich da nicht irgendwie... Das war jetzt ein Bug im Spiel. Ich werde mich beschweren. Komm schon, wir müssen ihn überholen. Das ist ein Stern, den nutzen wir. Das ist bestimmt ein super Cheat-Abkürzungsstern. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Uns ist nichts zu schade hier. Nein! Warum kann ich den nicht mehr greifen? Unser schöner Cheat-Vorteil geht hier verloren deswegen. Aussteigen. Ja. Perfekt. Tja, so kann's gehen. Na gut, ich find's trotzdem ungewöhnlich, was da bei den Kongs los ist.
finde das lustig, dass scheinbar, habe ich zumindest mal gelesen damals, Microsoft erst nachdem sie Rare gekauft haben, gecheckt hat, dass ihnen jetzt deswegen nicht die Donkey Kong Lizenz gehört. Die dachten, die haben jetzt Donkey Kong mitgekauft. Wer weiß, ob das den Preis gedrückt hätte, wenn die das gewusst hätten. Dass die nur Banjo kriegen und nicht Donkey Kong. Aber nachdem man sieht, wie es jetzt mit Banjo und Kazooie läuft, seit die bei Microsoft sind, nämlich gar nicht mehr, ist es wirklich gut, dass Donkey Kong nicht bei denen gelandet ist. Donkey Kong hatte doch seitdem nochmal das ein oder andere ziemlich coole Spiel. Wenn er es auch nie wieder in die 3D-Ebene geschafft hat. Aber die 2D-Plattformer, die Donkey Kongigen, sind schon immer wieder cool. Aber an die Country-Trilogie kommt für mich nichts ran, auch die neuen nicht. Schüttel, um den schwarzen Geist herumzuschleudern. Wenn die etwas treffen, explodieren sie. Ach was! Ach was, ein Bombengeist. Das ergibt Sinn. Dann komm mal her, weil ich weiß schon genau, was ich mit dem machen muss. Tada! Ist Musik nicht weird? Also ich meine jetzt nicht die Musik hier, ich meine grundsätzlich Musik. Ist Musik nicht was Weirdes, dass das so im Menschen verankert ist, dass über Kulturzonen und ne, hinweg, dass es nicht konditioniert, sondern wirklich in der Natur des Menschen verankert, dass gewisse Musik gewisse Emotionen auslöst und dass das, was wir hier hören, auf der ganzen Welt von allen Menschen, auch wenn die noch nie Musik gehört haben, als so ein bisschen gruselig und creepy wahrgenommen wird. Ich finde das verrückt. Das ist, warum? Warum ist das so, ne? Bei vielen Sachen macht das Sinn, dass man irgendwie Bitterstoffe schmeckt und als unangenehm wahrnimmt. Macht Sinn, weil das ist ungesund in der Regel. Aber Musik ist was absolut Mysteriöses und Faszinierendes. Finde ich ziemlich cool. Nein! Musik ist crazy. Weil das evolutionär halt einfach irgendwie keinen Sinn macht. Außer so kulturelle Evolution und so, ne? Aber das ist crazy. Kulturelle Evolution ist Magic. Ah, ah, puh, Glück gehabt. Blam, blam, blam. Uiuiuiui, das war ein bisschen knapp gerade. Zu knapp für meinen Geschmack. Nintendo, ich will ein F-Zero. Ich will ein F-Zero und ein neues Star Fox. Und zwar ein gutes. Das letzte Star Fox zählt nämlich nicht. Gib mir jetzt F-Zero und Star Fox, Mensch. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich spiele so viel Future Racer. Immer auf der Suche nach F-Zero. Aber es gibt keinen F-Zero X-Klon. Oder F-Zero GX-Klon. Alle Future Racer sind auf ihre eigene Art und Weise cool und interessant. Und super. Will die gar nicht schlecht reden. Aber sie sind nicht F-Zero. Und ich will einfach nur F-Zero. Ich will einfach nur F-Zero, Nintendo. Ist das denn so schwer? Ist das denn zu viel verlangt? Seit wie viel 20 Jahren warte ich jetzt drauf? Das gibt's doch nicht mehr. Muss auch kein großes Superspiel sein. Gibt wieder Sega die Lizenz. Sega hat das beim letzten Mal super gemacht. Und dann sind wir alle glücklich. Bitte. Mensch.
Hat von euch wer das Hyrule Warriors gespielt? Ich weiß nicht mehr, wer. Irgendjemand. Mit irgendjemandem habe ich da im Chat immer geschrieben. Geredet. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Also er hat geschrieben, ich habe geredet. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war. Das ist ganz cool, ne? Das ist, glaube ich, schon, muss man, glaube ich, so neutral sagen, wahrscheinlich so qualitativ das beste Warriors-Spiel überhaupt. Aber ich hätte, ehrlich gesagt, mochte ich den Vorgänger, glaube ich, lieber. Weil das war eher so ein bisschen dieses doofe, hirnlose Vor-sich-hin-Spielen-Spiel. Das neue Hyrule Warriors, das ist schon ein bisschen nicht mehr so leichtherzig irgendwie, oder? Hallo, Landsquidbird oder Sister. Das war das Stichwort, oder? Das hast du gerade gehört mit Hyrule Warriors und so. Gerade fange ich mit dem Thema an. Das kann kein Zufall sein. Ich lese gleich die längeren Nachrichten. Moment. Bosszeit. Dafür ist das neue generell einfacher. Ich weiß, ich habe es auf schwer gestellt, weil in der Demo hatte ich auch das Gefühl, dass normal einfach ist. Und auf schwer muss ich schon sagen, nicht schlecht, ey. Gerade so die Bosse in den einzelnen Leveln machen mir da teilweise wirklich Probleme. Außer natürlich, wenn ich den total überpowerten Link nehme, der bei mir ungefähr 20 Level über allen anderen ist. Dann ist es nicht so schwer. Na, bleib doch kurz stehen, bitte. Nein! Muss ich ihn bombardieren? Vielleicht kann ich ihn gar nicht so rollen. Ja, okay. Na dann. Ich habe jetzt gestern erst... Ich habe zurzeit leider nicht so viel Zeit zum Spielen, aber gestern habe ich erst noch abends... den Todesberg aus Kapitel 2 gemacht und habe jetzt den Goron rekrutiert. Und da waren dann am Schluss schon alle meine drei Helden auf ein Herzchen. Ich hatte keine Heilung mehr und der Bosskampf war echt, da musste ich echt mehr... Puh, ich habe es zum Glück aufs erste Mal geschafft. Ich weiß gar nicht, ist man eigentlich Game Over, wenn einer von den Helden stirbt oder dürfen nur alle nicht sterben? Wahrscheinlich einer schon. Ist mir zum Glück noch nie passiert. Zum Glück ist es aber so, weil das fand ich in den anderen Warrior-Spielen oft sehr lästig, dass NPCs nicht mehr sterben können oder zumindest scheinbar nicht so leicht, weil ich habe dann wirklich teilweise Charaktere mit einem halben Herz für sich kämpfen lassen und habe zu einem anderen gewechselt und die haben mit dem halben Herz stundenlang gegen irgendwelche Truppen gekämpft und sind nicht gestorben und haben mich deswegen auf Game Over gesetzt. Insofern ist das schon gut. So, warte mal, jetzt muss ich kurz hochscrollen. Je nachdem, welche Frequenz die umgebenden Tiere gemacht haben, konnten Menschen einschätzen, ob Gefahr im Verzug ist. Ja, aber das erklärt nicht wirklich Musik. In dem Sinn. Das erklärt eher Gehör. Schon auch ein bisschen, welche Frequenzen welche Emotionen auslösen. Das stimmt schon. Das spielt bestimmt alles mit rein. Das stimmt. Wenn die Vögel unbeschwert gesungen haben, wussten sie, dass alles in Ordnung ist. Wenn sich Disharmonie eingeschlichen hat, wissen Sie, dass etwas nicht stimmt. Ich denke mal, so ungewöhnlich ist das gar nicht. Bereits als wir noch auf See unterwegs waren, haben wir gelernt, dass bestimmte Schwingungen gefährlich sind. Ja, ich meine, wirklich, ich glaube, das schwingt alles mit rein, aber das ist wirklich vor allem so kulturell gewachsenes crazy Shit-Zeug, finde ich. Ich habe es auf normal gespielt und allein mit Link geschafft. Ja, eben, wie gesagt, ich habe nur die Demo-Level auf normal gespielt, aber da hatte ich auch das Gefühl, auf normal marschiert man durch, deswegen habe ich das hart gestellt. Aber... Ja, ich muss mal noch weiter spielen, ich weiß nicht, aber ich denke mir auch, erstens, nachdem der Leak über die Charaktere sich als wahr herausgestellt hat, bin ich sehr gespannt, welchen Verlauf die Story da noch nimmt, weil die wird wahrscheinlich ziemlich abgedreht. Bin ich wirklich gespannt, wie die ganzen Charaktere begründet werden. Und mir fehlt ein bisschen, dass es halt nur noch den Story-Modus gibt. Und der ist natürlich ausgebaut und umfangreich, aber im Original Hyrule Warriors hatten wir halt diese unendlich großen Karten, die man quasi nie beendet hat im Endeffekt, und unendlich viel Content, den man so hirnlos vor sich hinspielen konnte. Und das vermisse ich ein bisschen.
Das ist für mich eigentlich ein Warrior-Spiel, das ich so hirnlos doof nebenher vor mich hinspielen kann. Das ist das neue Hyrule Warriors nicht. Aber es ist super. Aber es ist vielleicht nicht das, was so mancher Warriors-Fan sucht. Das sind nicht die Warrior-Spiele, die wir suchen. Senkblei im Wasser zerstören. Schwimmland. Senkblei im Wasser zerstören Schwimmland. Das sind die Sachen, die ich mir gemerkt habe aus dem Dialog. Schauen wir mal, was das bedeutet. Ich vermute mal, ich muss irgendwelche Senkbleie zerstören. Aber ich weiß nicht mal genau, was ein Senkblei ist. Ich sehe hier keine Senkbleis. Ah, Senkblei. Wo kommst du denn her? So, jetzt brauche ich, glaube ich, wahrscheinlich ein Torpedo, ein Kugelwilli, der mich jagt, bitte. Hallo, Kanone? Ich wäre hier. Von mir aus könnten wir. Ah, heißen die Torpedos eigentlich auch Kugelwilli? Oh, oh, jetzt hätte ich einen am Hintern. Aber ich weiß nicht, ob ich den noch zum Senkblei kriege. Doch, Senkblei zerstört. Yes. Jetzt muss ich aber kurz auftauchen, weil wir echt keine Luft mehr haben. Ach, war das schon das Einzige? Kann ich eh schon anfangen mit Klettern? Sieht so aus. Sehr gut. Ein Senkblei hatten früher die Taucher, um auf den Grund abzusinken. Ah ja. Interessant. Ich habe eher ans Angeln gedacht, aber ich glaube an das, was ich da gedacht habe, das ist eigentlich ein Schwimmer. Also genau das Gegenteil von einem Senkblei. Insofern, aber ja, deswegen hätte ich auch nicht gewusst, wie das in dem Spiel aussieht. Aber es ist ja noch immer alles gut ausgegangen. Nein, ich bin Game Over. Oh, nein. Oh, ich dachte, wir haben noch... Ich habe nicht auf meine Energie geguckt, wenn ich gewusst hätte, dass wir keine Energie mehr haben. Ah, wir dürfen hier wieder starten. Ist schon okay. Vergesst, dass ich mich beschwert habe oder so. Oder stirbt man sowieso, wenn man von denen zerquetscht wird, von den Wumpas? Könnte ja sein, dass die sowieso One-Hit-Killer sind. Ich weiß es nicht. Aha, was haben wir denn da? Keine Skills anscheinend, auf jeden Fall. So da la. Nein, Mario, ich will doch da hoch, bitte. Danke, gute Abkürzung. Nein, ja, doch, juhu! Soll ich jetzt da ganz hoch oder erstmal die blauen Dinger sammeln? Wahrscheinlich muss ich eh... Ne, genau, ist eh nur eins von vielen. Aber hier können wir jetzt ein bisschen runterpropellern und uns alles genauer anschauen. Ah, ich sehe schon was Interessantes. Muss ich mal hier landen. Irgendwo ist nämlich eine Schraube locker. Genau. Die hat wahrscheinlich nicht zufällig die Farbe von... Hä? Jetzt bewegen sich die Dinger. Das ist gut oder wie? Das ist jetzt besser. Weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall sind jetzt hier, glaube ich, blaue Splitter erschienen, die vorher nicht da waren. Na dann. Nee, auch beim Angeln gibt es ein Senkblei. Ah ja, na guck, dann war ich doch nicht so schief gewickelt, wie ich dachte. Ich habe genug Japano-RPGs gespielt, um ein bisschen was vom Angeln zu wissen. Kein japanisches Spiel ohne Angel-Minigame. Nein, das stimmt nicht. Yakuza hat überraschenderweise kein Angel-Minispiel. Das hat jedes Minispiel, aber kein Angel-Minispiel.
Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo ist denn jetzt... was ist denn jetzt passiert, nachdem ich die 5 Splitter gesammelt habe? Wo muss ich denn hin? Ich habe wirklich gerade nicht aufgepasst. Das ist doof. Wahrscheinlich nochmal ganz hoch, oder? Warum ist denn da gerade irgendwie ein schwarzes Loch entstanden? Habt ihr das auch gesehen? Oder drehe ich jetzt komplett durch? Ich habe Angst. Na, come on, was ist los? Okay, ich muss mich kurz konzentrieren hier offensichtlich. Sonst kriegen wir das nicht mehr hin. Dafür aber in Final Fantasy 15, ganz genau. In Final Fantasy 15 habe ich viel geangelt. In Zelda auch. Ich meine, das ist jetzt kein Japano-RPG, aber japanische Spiele allgemein. Und in allen anderen ever. Wo ist mein Cursor schon wieder? Autsch. Mario, hast du eine Ahnung, wo wir hin müssen? Ich nämlich leider nicht. Sieht so aus, als müsste ich hier was öffnen, oder? Ah, was haben wir denn hier? Eine Schraube. Hoch mit dir. Diddle-diddle-diddle-diddim. Oder so. Nice. Es fehlt irgendwie in Breath of the Wild, dass man richtig angeln kann. Ach, ich kann ehrlich gesagt gern drauf verzichten. Ich find's nur lustig, dass das wirklich in japanischen Spielen so ein großes oder so ein weit verbreitetes Gimmick ist. Ist das jetzt der Bosskampf, wo man darf nur einmal oder man darf kein einziges Mal berührt werden? Machen wir lieber Bowser's Level. Ganz recht, Bowser Juniors Schiffsfabrik wird jetzt attackiert. Los geht's. Aber Unterwasser-Content bei Breath of the Wild habe ich vermisst. Das habe ich mir schon gedacht. In Breath of the Wild hätten 2 Features, finde ich, gut reingepasst. Und zwar nämlich entweder so dieses typische Zeitreise-2 verschiedene Paralleluniversen-Feature hätte mit der offenen Welt ganz gut gepasst. Und unter Wasser, ne, im Hylia-See oder in Flüssen mit Eisenstiefeln und so, hätte ich mir beides gut vorstellen können. Vielleicht im Nachfolger. Oder auch nicht. Wer weiß. Autsch. Ah, interessant. Dammit. Die sind ganz schön gemein, aber ich glaube, ich muss gar nicht wieder da runter. Insofern bin ich ganz schön doof. Ah, dammit. Falscher Knopf schon wieder. A, nicht B. A wie anvisieren. Oder abfeuern. Ich will nicht rein, Hilfe. Au, au, au. Hey, du kommst mir gerade recht, glaube ich. Gib mir bitte... Oh, ich habe nur 5. Das ist ein bisschen wenig, ne? Schade. Ich hätte echt gern die Lebensenergie bei dem gekauft. Aber dann werde ich wohl hier lieber an der Schraube drehen, wenn das so ist. Aha! Köstliches Geld. Köstliche Währung. Immer noch zu wenig. Äh.
Na gut, dann halt nicht. Dann kaufe ich halt nichts. Dammit, das wäre beinahe tödlich ausgegangen. Ich hänge dauernd hinter den Hebel fest. Das ist irgendwie doof. Oh, verdammt. Der PlayStation-Magier. Der immer die PlayStation-Symbole schießt, der Karmic. Oh, oh, Bosskampfzeit. Das wollte ich nicht. Guckt jetzt, das war jetzt gerade so ein... Das hat Mario Galaxy manchmal. Dadurch, dass man die Kamera nicht wirklich bewegen kann und Mario sich über dreidimensionale Oberflächen bewegt und das Spiel das eigentlich auch echt gut macht, passieren manchmal so Sachen wie, dass ich jetzt gerade einfach nur gerade nach unten gelenkt habe, sonst gar nichts. Und Mario hat sich im Kreis gedreht die ganze Zeit. Das ist eben manchmal diese quasi Wegfindungs-KI oder... Weiß nicht, wie man das im dreidimensionalen Raum bewegt, KI, die da so ein bisschen drinsteckt, die dann manchmal komische Sachen macht. Wow! Wow, jetzt eskaliert hier aber alles. Oh, das wollte ich nicht. Aber ist nicht so schlimm anscheinend. Ich wollte mir nur die Münzen schnell holen. Ein bisschen Lebensenergie schadet nicht. Damit verneben. Ich habe verneben getroffen. Nein, was machen wir denn hier, Mario? Was machen wir denn hier eigentlich? Ich will, dass es fertig ist. Jetzt aber voll auf die Bowser-Nase. Na also. Kablam, bum bum bi bum, ratatatum, budubum. Oh nein, diesmal kriegen wir einen anderen Jingle, weil es ein großer super Boss-Stern ist. Nice. Mario-tastisch. Das ist schon auch, ne? Ein bisschen wie in Mario Odyssey. Das fällt mir ehrlich gesagt jetzt erst auf. Dass man die Sterne in den Kern schießt und dann wird der Kern größer und man kann ein neues Level. Und in Odyssey pumpt man den Ballon auf mit den Monden aus irgendeinem komischen Grund und kann dann weiter fliegen. Das ist sogar in Odyssey noch ein bisschen schöner in der Metapher quasi. Gut gemacht, Mario-Spiele. Gut gemacht. Ja, ich will das jetzt gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist eine... Ja. Ja, ich weiß doch. Ja, ich will speichern.